Herzlich willkommen zu einer kleinen zwischengeschobenen Folge Dead by Daylight auf der Cold Wind Farm. Ich habe gerade durch Zufall gesehen, dass heute nur ein 2 Minuten 40 Video Fail online kommt. Da dachte ich mir, ups, nein, das darf nicht. Oh, hab ich mich erschrocken. Das darf nicht sein und habe kurz entschlossen angefangen, hier die Aufnahme zu machen. Ich nehme jetzt ein oder zwei Runden auf. Das ist der Kettensägenmann. Und ja. Wenn ich jetzt gleich direkt sterbe, nehme ich drei Runden auf. Genau, damit heute überhaupt noch. Sag mal. Damit heute überhaupt noch was Sinnvolles auf den Plan kommt. Genau, damit heute noch was Sinnvolles auf den Plan kommt und nicht nur 2 Minuten 40, das wäre extrem sinnlos. Ihr habt mich gesehen. Spätestens jetzt hat er mich garantiert gesehen. Kurz ein bisschen angefaked, ja, auch mit dem Rennen. Ja, ich bin inzwischen Level 26 und so weiter und so fort. Mit vier Perks. Vier Perks, die ich auch mag. Der Affe campt. Machen wir mal lieber einen anderen als den. Da kam der Sprintboost. Ja, es ist gerade keiner online, ansonsten hätte ich natürlich direkt 50 Leute eingeladen. Oh, Krähen. Scheiß drauf. Der ist immer noch direkt bei uns, aber naja. Ja, das tut mir jetzt natürlich leid, dass wir den nicht gleich runterholen. Aber der ist halt echt extrem am Campen. Von daher ist mir das auch gleich egal. So will ich hin. Oh. Das habe ich nicht erwartet. Du bist auch tot. Stimmt schon. Hoffentlich war das eine Ablenkung. Lol. Wieso sind die noch alle in meiner Nähe? Aber die Map scheint doch ganz klein zu sein. So. Das ist total Mist, dass der hier so kämpft. Kommt der zu mir? Oh. Oh. Ich würde ihn gerne sehen, ne? Alter, wie krass der campt! Sinnlos. Ja, das ist gut. Dem schreibe ich auch noch was im Chat. Bezüglich fucking Camper. So eine Scheiße, ey. Das tut mir richtig leid. Also, du kannst halt nichts machen. Ich bin halt auch allein. Ich kann mich auch nicht zum Beispiel mit Banuski absprechen oder so. Zu sagen, komm, wir rennen jetzt drauf. Nicht einer andere hat 1000 Punkte. So ist es halt komplett sinnlos.
voll irgendeine Mucke erschrocken. Oh, hier so offen rumzulaufen gefällt mir auch gar nicht. Oh, den kennen wir schon. Oh, scheiße. Alter, so ein Mist. Oh, das ist auch Mist. Ich kann dem nicht helfen, es ärgert mich so sehr. Na, schön mit die Luke gesehen. So ärgerlich. Alter, ich darf den jetzt ja nicht verpacken. Mach ich jetzt komplett safe. Das ist ein Witz. Oh, hallo. Lol, wie ich mich verklemmt habe. Haken. Hat er mich verloren? Ja. Schlecht. Und wieder verklemmt. So ein Mist. So, was sagst du? Muss ich zur Luke kriechen? Ist hier bestimmt irgendwo. Ey, der Typ nervt mich hart. Wie er auch direkt zu mir gerannt ist. Ist komplett sinnlos, die Runde. Ja, bis jetzt hat sich nicht viel geändert, bloß dass es ein bisschen länger läuft. Ne? Nicht nur. Ne? Ob den. Ich weiß, was das macht. Das macht doch den keinen Spaß. Ganz ehrlich. Ja, GG. GG am Arsch. Jetzt muss ich mir selber noch eine Aufnahme angucken, was er geschrieben hat. Naja. So, wir haben hier ein kleines Blutnetz. Was wollen wir davon haben? Wir wollen ja natürlich Rückenschauer 2 haben. Das ist natürlich das nagelneue Teil. Das ist auch ganz geil. Ne, wir machen hier einfach nochmal Lobby. Alter, wie kann man denn so krass campen? Das ist anstrengend. Man kann vielleicht, weil man den nicht. Naja. Aber ganz ehrlich, ich habe vergessen zu gucken, was er hatte. Muss ich auch noch eine Aufnahme nachgucken. Denn der ist straight auf mich draufgerannt. Das ist mir fast zu viel Zufall, muss ich ehrlich sagen. Ganz ehrlich. Ja, nee, wir nehmen nichts mit. Wir finden eine Kiste. Das ist gerade nämlich mein tägliches Ritual. Verehrung, hatte ich doch schon mal, aber es ist irgendwie ganz angenehm. Man muss halt nur überleben, aber das ist ja bei den manchen Killern, ja. Naja, kennen wir ja. Eher anstrengend. Nun ja. So, da sind wir auch schon vollständig. Ja, dann nupsi habe ich selbstverständlich verloren. Ich könnte jetzt natürlich 24.000 Punkte machen. Das wäre geil. Das wäre geil. So. Ja, ich sitze hier in meinem Zimmer, hier wird es kalt und kälter. Hä? Achso, auf der Heizung. Die Heizung hat nur 20 Grad, das heißt, hier drinnen werden es nur. Fett. Na, herrlich. Hier drinnen werden es natürlich nur 15 sein oder so, das heißt, hier wird auch gerade ein bisschen kühl. Es geht aber noch. T-Shirt ist noch drin. Aber insgesamt, ich habe keine Ahnung, ich habe alle Fenster zu, ich habe die Türen zu.
Ah, hier in diesem Mini-Wintergarten hier draußen ist die Heizleistung wahrscheinlich gegen Null. Das ist ärgerlich. Will ich auch mal gucken, wie ich es mache. Langsam wird es ja wieder kalt im Oktober. Ja, dann dürfte heute wahrscheinlich auch das Special mit Life on Two Wheels online kommen. Den wir ja witzigerweise im Livestream erwischt haben. Ist auch ganz geil. Ja, Livestream bezüglich, da hatte ich eigentlich auch mal eine Idee, dass wir eigentlich auch mal machen können. Einen vorgeplanten, also ich meine, einen wirklich weit geplanten. Meinetwegen die Woche voraus oder so, das ist ja schon super weit. Ja, wir haben die, oh, wir haben den Autohafen erwischt. Schöne Rindermarke. Und dass wir dann einfach mal im Livestream Dead by Daylight spielen oder halt irgendein komisches Spiel. Lass mich bewegen. Worauf dann irgendwie hier. Ja, wir können es ja so machen. Derjenige, der das in die Kommentare schreibt, der kriegt das Spiel, solange es jetzt nicht irgendwie mehr als 5 Euro oder 10, dann sagen wir mehr als 10 Euro kostet. Oder das ist irgendwie extrem komisch ist und natürlich muss es uns auch gefallen. Es wäre ja ansonsten komplett bekloppt. Ich weiß jetzt nicht, ob das sinnvoll war, den Sprintboost einzusetzen. Genau mit den Bedingungen. Derjenige, der was in die Kommentare schreibt, der kriegt das im Livestream. Wenn keiner was in die Kommentare schreibt, naja, egal. Ich bin wahrscheinlich nicht bei dir leid. Sofern die anderen Lust drauf haben. Will ich auch noch eine relevante Frage. Ja, dann. Warum nicht so? Dann natürlich auch gerne mit irgendjemandem, der vorschlägt, sagt: Hier komm, ich hab Bock mit euch zu zocken. Und wir haben irgendwie das Gefühl, dass es ein guter ist. Dann mag das auch gehen. Oh, ich renne hier in die offene Fläche. Gefällt mir nicht. Das war klar. Logischerweise war das klar. Von wo? Von wo? Oh, gar nicht. Okay. Hier kann eine Kiste sein. Ah, ich bin nicht das Opfer. Das ist natürlich was, was mir gefällt. Mist. Hoch. Oh, ach hier. Wir gehen mal da hoch. Und zocken uns da irgendwelche Kisten. Schade. Wo liegt sie? Da hinten. Oh. Ach, da ist der Killer wahrscheinlich aus der Richtung gekommen, wo sie hinzugelaufen ist. Super ärgerlich, sowas. Ach, das ist der Keller hier. Und da gehe ich in den Keller. Ich würde gerne schnell laufen. Oh, ich krieg gerade Hunger. Och nein! Macht sie Versuche? Boah, Alter. Ist mir doch aber ganz recht. Können wir uns hier gleich mal. Ups. Hallo? Hat er mich gesehen? Oh, eine Falle. Das ist also der Fallensteller. Stimmt, das habe ich ja gar nicht gemerkt. Da ist einer. Gehen wir mal hin. Ich suche mir gerade einen Haken. Also nicht für mich, natürlich. Keller wahrscheinlich so weit in der Nähe, dass hier kein anderer gespawnt ist. Achso, der ist schon fertig. Aber nicht blöd. Ach, der ist schon sabotiert, das ist natürlich angenehm. Mögest du in Frieden ruhen? Vorhin in dem übelsten. Ah. Du willst einen Pulk anhaken, will ich schon sagen. Möge auch er. So, naja, nee, komm, so schnell geben wir den mal nicht auf. So, ich sabotiere ihm mal zwei Haken.
Oh, da war der Springboost fertig, den wollte ich noch gar nicht verwenden. Ah, ne, der Generator ist fertig. Shit. Oh, das reicht bei weitem nicht. Allerdings möchte ich die Kiste gerne mitnehmen. Für mich sieht der andere den Haken zufällig mal noch. Oh nein. Mir klopft es nicht. Ich kann es eigentlich versuchen. Mein Freund, der Haken hier. Das ist doch nicht. Shit, welche war denn das? Der hier, glaube ich. Ja. Wo ist der hin? Wer soll den Haken hier fertig sabotieren? Shit! Oh nein, mein Sprintbus ist noch am Reload. Shit. Warte mal, da hinten habe ich doch ganz viele. Oh. Hallo! War zu langsam. Ich dachte, der ist schneller hinter mir. Das ist ärgerlich, sowas. Allerdings, naja, der Haken ist fast fertig sabotiert. Naja. Nee, man hat es nicht gesehen. Schade auch. Don't tell me you camp. Was für Affen schon wieder hier in diesem Spiel unterwegs sind. Na gut, der camp. Nicht so krass. Denke die Falle. Vollidiot. Wow, nein, doch nicht. Sag doch, denke die Falle, du Idiot. Ah, nett gemeint, aber naja, es bringt so halt. Oh! Na genau. Bringt so halt relativ wenig, leider. Ja, mein Freund, hier sind alle Haken sabotiert. Das heißt, wir haben eine Chance. Nein, hab ich gesehen. Wie das denn? Das ist schon nicht schlecht, hier unter dem Haken zu liegen, oder? Genau. Nein! Was? War das denn? Du Vollidiot. Achso, na gut, war egal. Ich hab's ja eh nicht geschafft. Naja, die Kampfpunkte zocken wir uns mal noch. Da kämpft er nicht. Macht drei Fluchtversuche und kämpft nicht. Ja, aber wie gesagt, eh sinnlos. Hier war ja der nächste Haken direkt daneben. Ja, naja. So, das soll auch erstmal reichen in Folge. Läuft heute mal wieder nicht so sehr. So, jetzt verlässt uns die Kraft. Immerhin gab es noch viele Punkte für den Kampf. Das ist auch irgendwie, keine Ahnung, das weiß ich auch noch nicht, wie das funktioniert mit dem Kampf. Naja. So, geopfert. Und wieder ein Bling weg, ey. Wie gesagt, ich baue ja gerade Blings ab. Das ist ja. Ich mache ja gerade Richtung Level 20, ne? Rang 14.
Ah, das war ganz in Ordnung, wie er gespielt hat eigentlich. Hat er nicht so krass gekämpft, habe ich jedenfalls zumindest nicht gesehen. Muss man halt auch dazu sagen. Wir zocken uns erst mit dem Schlüssel. Schlüssel oder? Oh, ich weiß halt auch nicht, es ist alles so geil hier in diesem Blutnetz. Ich will erstmal dieses Nagelöl-Teil, ist einfach zu geil. Das ist nur Richtung Schlüssel gehen. So, damit herzlichen Dank fürs Zuschauen. Das werde ich jetzt sofort hochladen und öffentlich stellen. Ne, nicht sofort öffentlich stellen. Ich mache es heute um 18 Uhr. 6 Stunden. Bis dahin.